Okay. Herzlich willkommen bei. Jetzt wollte ich Generation Zero. Anno 1800. Generation Zero ist jetzt beendet und das ist jetzt unser nächstes kleines Projekt. Ja. Was wir. Ja, es ist ein Endlos-Projekt, also wenn wir keine Lust mehr haben mittendrin, hören wir auf und spielen was anderes. Oder sehen zu, dass wir irgendwie uns gegenseitig vernichten können, wenn das möglich ist. Das wäre auch gut. Also dann könnten wir das wäre auch ein Ende quasi. Dann hätten wir kein ganz offenes Ende. Ich habe eine Straße gebaut, obwohl ich das nicht möchte. Anno Floki 100. Steht ja, das da oder was? Wir spielen im Floki Jahrhundert. Hm. Was? Ich dachte, das steht irgendwo gerade. Okay, ist voll. So. Alter. So. Lass mal meine. Ach, wir haben einen festen Kondor. Okay. Ja, den kannst du aber verschieben. Den kann ich. Ja, stimmt. Den kannst du verschieben, wenn du möchtest. Aber nicht auf eine andere Insel. Das wär's. Gefällt dir deine Insel nicht? Oh, weiß ich noch nicht. Wo bist du überhaupt? Ich kann dich gar nicht sehen. Weil wir nicht in einem Team sind, das macht es ein bisschen spannender. Okay, dann muss mein Schiff jetzt erstmal die Karte hier erkunden. Ja, meins auch. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal, bis wir etwas größer sind, keinen Krieg gegeneinander, oder? Nein, Krieg machen wir dann gegeneinander, wenn wir so das Ende von den Aufnahmen einleiten. Ja. Wenn wir wissen, wir werden dann wieder was anderes aufnehmen. Das hört sich doch vernünftig an. Ne, meine ich auch. Ne? Ja, ne? Ne? Ne. Ne. Ne? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Schön für dich. Das ist doch das Lied, oder? Was? Sie haben ein das, was du gerade abgespielt hast? Abgesummt hast? Das war Batman. Ja, sag ich doch, das war das doch Lied. Das war doch das Lied. Kann sein. Oh nein, bloß nicht die Häuser zu dicht, sonst brennt es mir hier wieder überall rum. Diese Musik, ne? Hm. Die ist einfach so cool. Ja, ihr wollt wieder ein Lagerhaus haben. So, fischen kann ich noch nicht. Es ist so ungewohnt, wieder so wenig zu haben. Ja, das stimmt. Ein Neuankömmling, so wie einst der alte Willy hier. Weißt du, dass es schwer wird, nachher dieses Spiel zu beenden? Ja. Oh, ich habe gerade Willy gefunden, oder? Willy? Ja. Aber dich habe ich noch nicht gefunden. Der ist ganz im Norden, ist Willy. Flaggschiff erwartet Anweisung. Ah ja. Ich habe ihn auch gefunden. Also ich bin unten rechts auf der Karte. Unten je nachdem, rechts? Wie du deine, ich bin quasi links etwas weiter oben. Am Ende sind wir nebeneinander und haben nur die Map anders da gedreht. Das kann passieren. Bereit für neue Befehle. Ja, aber das zicke ich die Alte. Mach gleich eine Aufgabe für Willy, deine. Erkundige die Welt damit. Irgendwo muss man ja anfangen. Ich habe weniger Angst um dich als du denkst. Oh nee, der will 10 Bretter. Neue Befehle? Was machst du auch für einen Willy schon Aufgaben? Hey, der gibt Kohle. Dann kriegt er jetzt seine 10 Bretter. Soll er nicht heulen? Willy. Willy, Willy. Willy und die Biene Maya.
Seelenlos stellt sich vor. Hallo Seelenlos, wo kommen Sie her? Willst du Krieg oder was? Was schwitzt du denn, Alter? Wollt ich platt machen oder was schwitzt du? Ich bin wohl an deiner Insel gerade vorbeigekommen. Ich stell mich vor, hab ich doch gar nicht gemacht. Ja, bist du rot? Nein. Ach nein, das ist Beryl. Du bist grün, ne? Ja. Ja, genau. Dann habe ich dich gefunden. Ich bin grün. Ah, ich sehe dein Schiff. Es ist ein Gelb. Es ist Schirm. Ja, ja. Es ist so wie die Farbe, die ich ausgewählt habe. Hier. Kein Lagerhaus. Ein Lagerhaus kommt sofort. So. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Diese Lücke nervt mich da oben. Da kommt jetzt ein freshes Bauernhaus hin. Jenny meint, du wärst grün hinter den Ohren. Ach, deswegen habe ich grün. Ah, okay. Das macht einiges. Wie Hulk, der ist auch grün hinter den Ohren. Nur hinter den Ohren? Ja, ich glaube auch woanders. Ich glaube, der ist komplett grün, oder? Weiß ich nicht. Oh, lass das Kind auf dem Acker spielen, ey. Das nervt mich. Das fragt hier 10-mal, Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Geh auf dem Acker spielen. Von mir aus kannst du auch auf der Autobahn spielen. Ich muss nur eine bauen. Dafür brauchst du wiederum Autos? Nein, ich habe keine unterdrückte Aggressivität. Nein, kein bisschen. Nee, ich muss die Häuser wieder abreißen. Weil der Willi will ja sein Holz haben. Welche Kolosse? Oh, endlich. Endlich kann ich eine Fischerhütte bauen. Verliebte Fischer ziehen mit den Booten die Berge hinauf. So. Komm, ich mache hier gleich Megaproduktion. Weil die Fische brauchen, die Leute wollen Fische und dann kann ich Fische handeln. Der Handel handelt mit Fischen. Ja. Hast du da deinen Fischhandel? Ja. Das reicht erstmal. Bist du bei mir auf der Insel? Wie denn bei dir auf der Insel? Nein. Ja, hier hat einer gerade gesagt, hier stinkt jemand wie alter Käse. Du Arsch. Oh, ich sehe gerade, meine Kamera verdeckt tatsächlich die Karte komplett. Mal gucken. So unten, ist unten rechts. Unten rechts. Da ist nichts. Sehe ich gerade. Ja, da tauchen aber die Schiffe auf, oder? Die Schiffe. Wenn man auf die Schiffe klickt. Ja, genau. Rechts ist dein Frachträume und alles. Und wenn du handelst, glaube ich auch. Ja, genau. Dann mache ich mich einfach hier in die Mitte. So. Oh, ich habe mein Bild verrückt. Flaggschiff steht zu Diensten. Mein Bild ist verrückt. Oh Mann, ich habe doch Holz dabei. Darf jetzt nicht sein, oder? Was denn? Von Anfang an oder jetzt erst? Ich glaube, von Anfang an ist das leicht verrutscht gewesen. Schlimm? Nein, minimal nur. Okay. Ärgerlich ist trotzdem. Jetzt passt wieder. Oder ich hab's eben nur verrutscht durch die Kamera. Keine Ahnung. Das kann auch sein. Passiert mir auch manchmal. Ich muss das mal unbedingt sperren in OBS. So. Ja. Ja, nicht zu dicht aneinander bauen. Das ist dann ganz blöd bei Krankheiten und Feuer. Ah, ich mach das aber immer. Also mir ist das egal. Baust halt ein Krankenhaus, ein paar Feuerwehrstationen. Das kostet doch alles Geld, Mann. Egal, später ist man reich. Jetzt am Anfang, der Anfang ist schwer. Danach geht's. Bei mir ist der Anfang, finde ich, immer leicht. Und dann wird's hier.
Echt? Obwohl ich habe mittlerweile bei meinem Solospielstand bin ich schon bei der Eisenbahn bei und die Leute haben so einen Strom, die Fabriken. Ja, genau, da war ich auch gerade. Da gehen die Produktion plötzlich so auf 200% hoch, ist voll cool. Ja, du kannst die Häuser, also baust ja so ein kein Kraftwerk direkt, aber halt baust du es zum Stromversorgen quasi, das in die Nähe. Dann hast du ja, dann steigt die Produktivität. Wahrscheinlich kriegen sie dann Maschinen oder so in der Halle, denke ich mal. Gehe ich mal von aus. Ich auch. Steuermann? Ach, hier kann man gar nicht mehr vorspulen. Stimmt ja. Und die Beryl ist mal wieder nebenan. Bei dir? Oh, ich sehe. Ja, es ist unsere Nachbarin wieder. Unsere oder deine? Unsere. Die ist also, zwischen dir und zwischen mir. Wenn du rechts an der Karte bist und ich links bin, dann ist sie wirklich genau zwischen uns, ne? Ja. Also. Sag ich doch. Wenn wir später mit ihr Stress haben sollten, beidseitig schön. Nehmen wir so richtig ran von beiden Seiten. Übel. Dann können wir so richtig einkesseln hier. Aber ich habe so ziemlich alles auf meiner Insel. Hast du auch Paprika? Steinkohle. Ich habe auch Mist. Paprika. Paprika cool. Habe ich nicht. Aber ich habe Hopfen. Und du kannst ja auch bei diesen, wie heißt der Typ? Wo du auch die Schiffe und so kaufen kannst. Bei ihm kannst du alles kaufen. Genau, kannst du die Fruchtbarkeit, glaube ich. Nee, das war bei... War das bei ihm? Oder war das bei der Prinzessin? Was kannst du da... Du kannst zum Beispiel Paprika-Fruchtbarkeit kaufen, dann kannst du Paprika anbauen. Okay, danke für den Tipp. Und dann kannst du auch mit Kartoffeln machen oder mit Hopfen und alles. Dann baust du da ein, ich glaube, Rathaus? Nee, irgendein anderes Gebäude. Und kannst du dann halt da reinsetzen quasi, dass er dann in der Umgebung von diesem Teil das anbauen kann. Okay, cool. Ja. Meine Steuern gehen nach unten, also meine Bilanz. Ja, minus 286. Ja, ich bin ähnlich. Man muss auch sehen, zu wenige Bauern hier. An die Bauern verkauft man auch nichts, ne? Und wenn die Bauern unzufrieden sind, da kommt es auch nicht mehr so leicht raus. Muss erstmal Sägewerk abstellen hier. Gut, dann sehe ich mal nach. Weil ich sonst zu wenig Bauern habe für Klamotten. Okay. Also ich stelle es erstmal auf still, sodass ich nur ein Sägewerk habe und ein Holzdingsbums da. So, Fischerei. Ja, ich glaube, ich sollte auch. Eine Fischerei stelle ich erstmal ab. Und einen Holzfäller. Holzfäller mache ich auch wieder weg. So. Wie kann man denn ein Kondor bauen? Dann brauchst du Kanonen. Nee, doch nicht. Was brauchst du denn? Stein und so ein Zeugs brauchst du dafür. Ach so, sonst hätte ich nämlich schon eine Insel besiedelt, noch eine andere. Soll ich schon mal das wäre zu einfach ich gewesen. War ziemlich sicher, dass ja. So, für eine Wirtshaus-Gaudi brauchen wir natürlich ein Wirtshaus, würde ich sagen. Was wird's denn? Ein Wirtshaus. Was denn? Das Emporium. Wirtshaus. Ja, es wird ein Haus. Ah, ich habe noch jemanden entdeckt. Wer ist das? Madame Kahina. Kahina? Kahina. Bei ihr kannst du das kaufen. Okay. Wo ist die? Sie ist doch Norden, ne? Auf der Karte. Wenn du dort rechts unten an der Karte entlang gehst, quasi bisschen weiter oben als die Mitte. Kahina? Genau. Ja, die habe ich auch schon entdeckt.
schickt da gerade ein Schiff entlang. Was ja auch mal ein bisschen die Karte erkundet. Wir sind jetzt alle in verschiedenen Teams quasi. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Ich bin wirklich verärgert. Was macht meine Unterhalt für Gebäude? Ihr braucht ein Lagerhaus. Moment mal. Kann ich nicht das da hinstellen? Dann sind alle glücklich. Du hast übrigens auf dem Schiff auch noch Bretter und Kanonen und so, ne? Ich weiß, das habe ich schon alles gleich am Anfang abgeladen. Ja, ich wollte es nur sagen, weil ich habe es übersehen. Ich fahre damit rum. Ach so. So. Schnappes wollte ich haben. Echt, die Leute sind, ne? Die kriegst du nie zufrieden. Kannst du machen, was du willst. Yep. Ich lade erstmal meine Bretter ab, dass ich bauen kann hier. Ich wünsche, wir wären mit zum Scheunentanz gekommen. Oh. Gleich mal eine Feuerwehr errichten, bevor hier alles abbrennt. So. And it burns, burns, burns. Weißt du, was wir mit Royalisten tun? Okay, ich habe Piraten gefunden. Ja. Und das Gefängnis? Hat man jetzt schon Krieg mit der? Weiß ich nicht. Neue Befehle? Schiff unter Beschuss. Ja, hat man. Oh Mann. Greift gleich mein Schiff an. Die mache ich als erstes platt hier. Die Piratin. Ja. Na, suchst du nach einer Schwachstelle? Es gibt keine. So. Bilanz ein bisschen hochschrauben. Ja, nur noch minus 30 knapp. Ja, jetzt baue ich ein bisschen Schnaps ein. Ein bisschen Snaps. Bisschen Snobs. Bisschen Snobs. Die werden dann gemobbt. Deswegen heißen sie so. Achso, die Snobs. Genau. Aber erstmal brauche ich Bauern. Sonst kann ich keinen Schnappes anbauen. Die brauchen eine halbe Stunde zur Verarbeitung. Die auch. Ich baue von jedem erstmal zwei Farmen hin. Da habe ich eine bessere Produktion. Ja, ich überlege gerade, ob ich eine dritte hinbaue. Könnte schon zu viel sein. Aber ich kann sie am Ende ja noch anhalten nochmal. Ja, ist es zu viel. Ich habe nicht genug Bauern. Aber zwei reichen ja auch erstmal. Hauptsache, ich habe den Platz ein bisschen effektiv genutzt hier. Ich hab dich immer noch nicht entdeckt, ne? Ich fahr jetzt einmal fast außen rum. Dann müsstest du eigentlich schon längst bei mir gewesen sein. Warum? Welche Richtung bist du? Guck doch mal in den Stream bei mir auf die Map. Dann siehst du es, wo ich bin. Übers Handy oder so. Das wird jetzt einen Hänger geben. Also. Warte, ich probiere es. Sag einfach, wo du bist. Rechts, links. Unten rechts, habe ich dir doch schon mal gesagt. Neben der Barrel. Na, die guckt so unglücklich. Okay, dann bin ich gerade an deiner Insel vorbei. Oder nicht? Doch, ich war...
Nee, doch, ich bin gerade an deiner Insel vorbei. Hab ich gar nicht vorgestellt. So. Spielstand gespeichert. So. Kartoffel anbauen. Willi. Was will er denn? Keine Ahnung. Beneidet mich oder so. Alter, was war das für ein Geräusch? Was? Hier gerade in dem Spiel. So, klang so, als wäre ich zu. Es klang so, als wäre ich zu nah an ein Haus gekommen. Und hätte da Dinge gehört, die ich nicht hören wollte. Was hast du denn gehört? Was haben sie da gemacht? Weiß ich nicht. Meine Bevölkerung kommt halt nach ihrem Herrscher. So. Miau. Ich habe schon eine Mietskatze. So, ich habe kein Leben. Doch, ich habe Leben. Schön weit weg, das ist gut. Und noch mehr Bauern. Ja. Ich soll mal Blaupausenmodus hier reinbauen. Schön am Bergland, genau. So. Ah, diese idyllische Natur. Bauen wir erstmal eine Metzgerei rein. Ich baue zu schnell. Warum? Ich habe schon eine Metzgerei und so alles stehen. Also so schnell gibt's nicht. Genau richtig. Neue genau Befehle? Richtig. Zu wenig Bauern habe ich. Ich habe noch gar nicht so viel. Ich brauche noch nicht so viel. Ich muss erstmal die Bilanz ein bisschen in den Griff kriegen. Bevor mich das später überrumpelt. Weil wenn ich jetzt Steine machen kann, dann kann ich auch schon mal die andere Insel besiedeln. Ja. Und dann hast du schon Arbeiter? Ja. Deswegen kann ich auch schon Lehm abbauen. Hm, stimmt. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ich will jetzt mein Schiff erstmal entladen. Jetzt kannst die machen hier abfällige Bemerkungen über die Ehe. Steuermann? Über die Ehe? Ja. Du willst heiraten? Hahaha, kann ich kaum glauben. Ja, vielleicht ist er zu hässlich. Mal bedacht. Vielleicht ist er einfach nur dumm. Es gibt doch hässliche Menschen. Ich fühle mich taufrisch und lebendig. Sie haben Nein. Ein neues Zwischenziel erreicht. Nur dich. Jeder hat das Recht, hässlich zu sein, aber du übertreibst es dem. Tja, wenn dann ganz oder gar nicht. Dann lieber gar nicht. Mehr wollen wir nicht. Das ist so hart. Eine Wiese auf eine Wiese. So. So, ich brauche noch ein Bauernhaus. Lol, man könnte sich theoretisch eine Lehmgrube irgendwo hinsetzen. Ja. Mir fehlen aber 4 Bretter. Ein Brett fehlt mir noch. Komm schon, ich brauche ein Brett. 4 Minuten 10. Beryl O'Mara. Ich lasse die Dinge hier auf meine ganz eigene Art laufen. Okay, jetzt habe ich Beryl getroffen. Ja? Ja. Dieses Spiel willst du also spielen. Was ist denn abseits hier?
Vielleicht gebe ich gleich den Straßenkindern ihren Anteil. Ach, vergeude deine Schmeicheleien nicht an mich. Oh, meine Rettung! Ich meine, ein Tropfen auf den heißen Stein. Seelenrettung. Spielstand gespeichert. So. Handelsrechte. Ach, du bist das. Ja. Nicht Angriffspakt für 3 Stunden, okay. Ich habe gleich Anteile von By Barrel gekauft. Echt? Ja. Aber die lässt sich immer so, die wird immer so stark, so schnell. Das kann ich gleich punkten bei, also quasi Geld von ihr quasi bekommen. Kann ich so gleich abpumpen, melken. Ich habe Geschenke bekommen. So. Alle Achtung, ich ziehe ich habe auch. Yay. Yeah. So, ich habe sie auch erstmal gemolken. Auch wenn ich die gar nicht melken möchte. Wenn ich ehrlich. Weißt du, was da rauskommt? Du darfst den alten Willy doch nicht einfach so zurücklassen. Weil Willy fühlt sich etwas abgehängt. Du darfst den alten Willy doch nicht einfach so zurücklassen. Ja, da kam er eben auch an. Tja, Willy. Willy wills wissen. Willy wills wissen. Ach komm schon, 2 Bretter brauche ich noch, dann kriege ich eine Lagerhalle. So könnte man sich die Barrel klein halten, weißt du das? Aber die kauft die Anteile bestimmt zurück irgendwann. Safe. Aber bis sie das zurückkauft, hat man ja noch Zeit. Also man kann ja immer wieder zurückkaufen, die Anteile. Ja, die werden aber auch nicht billiger dadurch. Nee, aber du verdienst doch Geld. Stimmt. Du wirst Wusstest ja auch du eigentlich, dass ich dasselbe Avatar bin wie die Piraten? Stimmt. Hast du gesehen, wer ich bin? Pupsi Pups? Ist das nicht der Zeitungs? Ist das nicht der Zeitungstyp? Ja, stimmt. Den konnte man sich kaufen. Mit den Punkten da. Ach, mit den Ubisoft-Punkten. Genau. Find den lustig. Ich glaube nicht, dass Beryl mir helfen würde. So. Jetzt kann ich schon mal Leben produzieren. Ja. Ach ja. Ja. Ach ja. Ja. Ach. Ja. Ach. Ach ja, musst du sagen. Ach so, ach ja. Ja, jetzt ist zu spät. No. Ach ja. 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 Ach ja. Wie lange soll das weitergehen? Weiß ich nicht. Wenn das hier Unterdrückung ist, dann gefällt's mir. Nein. Schade, dass man den Marktplatz nicht upgraden kann. Ja, ne, dass er weiter reicht oder so. Ja. Quasi die Reichweite erhöhen. Oder irgendwas reinsetzen kann, dass die Reichweite dadurch erhöht wird. So, jetzt brauche ich Arbeiter. Keiner meiner Bauern möchte ein Arbeiter werden. Dann habe ich die Bedürfnisse wohl noch nicht. Doch. Ach so, ich brauche Holz. Haha. Ich brauche Holz dafür. Bauern brauche ich dafür. Erst brauche ich mehr Holz. Wecken Sie mich, wenn es weitergeht. Die pennt, du mach was anderes. Ja, kehr die Straße oder so. Ja, aber echt. Mach YouTube-Videos, keine Ahnung. Stream auf Twitch. Hm.
komm schon. Komm schon. Es mangelt an Arbeitskräften. Ich habe keine Holz, um abzugraden. Man nervt mich doch nicht. Ja, ich auch nicht. Ich brauche nur noch ein Brett, Mann. Ein Brett. Es fehlt ein Brett, um meine Bevölkerung weiterzubringen. Brett Pitt? Ach so, es fehlt ein Brett Pitt. Ja, genau. Den hab ich über Bord geschmissen vorhin. Bevor ich überhaupt die Insel angesiedelt habe. So. Das war sehr schlau. So. Der kostet dich mehr, als es einbringt. Nee, richtig. Ich glaube nicht, dass er günstig ist. Nein. So. Ach, die da oben haben kein Lagerhaus. Sagt doch, Leute, dass das Lagerhaus nicht in eurer Reichweite ist. So. Deswegen kommen meine Bretter so langsam. Ah. Arr. Arr. Ach, der hat jetzt auch Arbeiter. So eine Flamme, Junge. Wer? Alter, du. Ach so. Du bist ja voll der Produktionsguru. Ja, ich versuche nur die Bedürfnisse zu erfüllen. Nur Bedürfnisse. Ich auch. So, jetzt meine Bilanz ist in Ordnung. Die Leute in der Dings, die brauchen gar keine Kirche, ne? Nur die Arbeiter. Nur die Arbeiter, ja. Warum brauchen die anderen keine Kirche? Weil es Heiden sind. Weil sie schlaue Menschen sind. Weil sie nicht zum Glauben haben. Ja, sie glauben, an andere Dinge. Und was denn? So. Was? An was denn? Die glauben an den heiligen Floki. Der ihnen die Häuser baut, der ihnen auch wirklich Nahrung gibt. Das bin ich. Ah, okay. Der ihnen die Häuser wieder abreißt, wenn sie nerven, der die Häuser einfach so verrückt. Stell dir mal vor, du wohnst in so einem Haus und plötzlich verschiebt sich alles. So, ein Haus kommt weg und ist ganz woanders. Ja, ich bin umgezogen mit dem ganzen Haus. Ja, das ist einfach so von der Luft, irgendwie kam so eine riesige Hand. Ja, das ist echt. Nee, in so einer Welt würde ich nicht wohnen wollen. Erleben wollen. Das Lager ist voll. Das Lager ist voll. Oh. Die meckert, weil ich zu viele Fische habe. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Du bist mein Zeitungstyp, weißt du das? Ich bin auch mein eigener Zeitungstyp. Die Wahrheit oder etwas ganz Ähnliches, du klonst dich selber und schreibst deine eigene Zeitung. Drucken dürfen. Na, ich will endlich Würstchen produzieren. Hast du die doch schon? 5 Dinger. Ach, das dauert noch. Komm. So geht's schneller. Dann brauche ich wieder mehr Arbeitskräfte. Das geht mir auf die Bauern. Oh. Die gehen mir auf den Keks. Kriege ich denn schon Kohle von der Barrel? Ach, das ist gar nicht mit Barrel. So, mein Schiff kann wieder zurück. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Komm wieder zurück. Oder erfülle eine Aufgabe. Was? Warum ist ein Feuer ausgebrochen? Du bist mutig. Du bist mutig. Ei, ei. Ach nee, oder? Was denn? Wieso brennt's bei mir? Hast du keine Feuerwehr errichtet? Doch. So. Dann. Die wollen ihre Würstchen haben. Ja, Mann. Würstchen? Ich kann auch nicht zaubern. Dann müsst ihr halt in den Säureminen ein bisschen heftiger arbeiten. So, ich mach mal neue Aufnahmen. Oh ja.